Hier draußen ist unsere Müllecke. Ja. Ups. Unsere kann man wahrscheinlich nochmal gebrauchen, aber eigentlich wissen wir, dass wir es beim nächsten Umzug hier lassen werden, Ecke. Ja, ziehen wir überhaupt um, ist die Frage. Ja, wir müssen ja irgendwie auf jeden Fall noch lernen, wie man Waffen macht. Ich würde mich jetzt hier häuslich erstmal einrichten. Ja. Ich finde, wir brauchen mehr Component-Kits, damit wir mehr bauen können. Also ich würde ja nochmal auf Erkundung gehen und nicht unbedingt das große Haus wieder besuchen. Nee. Aber wie macht man dann Waffen? Aber wir können mit unserem Auto auch einfach ruhig mal weiter wegfahren. Dann brauchen wir uns diesen Benzintank, laden ein bisschen Essen ein und sowas in so eine Kiste auf dem Auto. Ja. Dann machen wir mal so eine Tour oder so. Haben wir eine große Kiste, die wir da draufpacken können? Eine kleine reicht ja für Essen und so. Ja, Sachen, wo ich keine Ahnung habe, wo die hingehören, packt jetzt einfach hier hin. Ja, draußen zu dem Metall. Aber diese Wand hier hätte ich gerne einmal frei. Weil also, was du machst, ist jetzt etwas ungünstig, weil jetzt ist alles ineinander. Ach, jetzt nimm einfach alles. Das einfach dahin. Okay, ich habe alles aufgenommen. Was hast du da alles eingesammelt? Das war in den Rucksäcken. Außer das eine große komische Teil, weil das habe ich erst für den Rucksack gehalten. Weil ich ein sehr großer Idiot bin. Ich mag unseren Schrottplatz hier draußen. Ne? Das ist ein richtiger Schrottplatz. Einfach alles. Ein ordentlicher. Ja. Ja, ich hole mal gerade das Auto. Ja. Diese Wand hier vom Kit, die würde ich gerne frei haben. Weil da soll der Craftbot hin. Das mit Kisten-Upgrade. Wahrscheinlich so, gar nicht. Ein zentraler haben. Ja, dass er in der Mitte ist und dann auch mal eine Kiste da dran passt und so weiter. Weil deine Ecke, da ist wenig Platz. Also Schrottplatz kannst du jetzt hier draußen alles hinstellen. So. Dieses komische Kleidungsstück. Was auch immer das ist. Unauthorized Farming Detected. So, das kommt dahin. Klopapier kann ich denn meine Leute hinstellen? In diesem kleinen Dörfchen hier noch was Interessantes. Auf dem Stadtplatz? Also ohne Kontext klingt das jetzt seltsam. Ja, deswegen. So, ich fütter nochmal die Kühe. Ja, irgendwo. Ja. Weil hier ist unsere Dingens, die verarbeitet die ganzen Logs und sowas. Boah, diese Circuitboard-Wand, ne? Aber das Problem ist halt, die Euter, die fallen halt ab und zu mal ab. Die halten ja nicht. Ja, kann man nichts machen. Woran immer das auch wieder liegt. So, wie rum ist das jetzt richtig rum? Ach, wenn ich das Auto gerade habe, dann fahre ich mal bei so ein paar kleineren Lagern noch vorbei. So rum ist richtig rum. Ach nee, wo bist du überhaupt? Ich hab das Auto geholt. Ach, du bist schon ganz, ganz vorne, also okay. Ja. Ja, das ergibt auch Sinn, wenn der so rumsteht. Ah ja, das gefällt mir. Jetzt die Frage. Wo hat er denn hier seinen Stutzen? Achso, rechts. Er hat sogar zwei. So. Was kann der jetzt? Warte mal, wenn ich da jetzt Klebermuschel in die Kiste tue. Kann ich Kleber nicht craften? Kann ich sie jetzt? Aha! Ja! Das funktioniert. Ach, das ist eine Input- und eine Output-Kiste oder was? Ja, links ist Input, rechts ist Output. Ja, das ist nice. Was ich jetzt halt gerne hätte, links sind einfach viele von diesen großen Kisten. Da ist Kleber, Öl, alles Mögliche drin. Und wenn du jetzt hier in die Mitte gehst, musst du das gar nicht mehr in dein Inventar ziehen. Du drückst einfach halt craften, so viel wie du brauchst. Wenn es fertig ist, geht das hier in die Kiste. Klingt gut, wir brauchen mehr Kisten. Ah, hier ist jetzt keine Kiste rechts, leider. Okay. Ja, wo geht er? Achso, dann muss man selber collecten. Ja, genau, aber das tut er dann, glaube ich, auch. Also, wie viel Component braucht man für die große Kiste? Drei? Ja, das geht. Hier sind vier. Hier ist ein kleiner Bot. Dann schmeiß die mal da rein, dann kann ich die craften. Ja, warte. Component, also Metall. Circuitboards, warte, ich mach mal ein paar Circuitboards noch da rein. Ich guck mal, Metall brauchen wir auch noch. Ja, alles das musst hinten. Du von da hinten holen. Zack, zack, zack. Pack mal einfach ein paar Circuitboards jetzt gerade mal da rein, das ist ja Platz. Hier. Crafte mal eine große Kiste. Ich brauche immer noch das Metall, aber anderes Metall. Und noch zwei Fertilizer, oder was ist das für ein Ding? Weiß ich nicht. Ich hole mal gerade Metall. Ach, das Ding hier. So, das müsste passen. Hier hast du 256 Metall. Ja, das sieht gut aus. Ja, das passt. Large Chest, Kraft.
Ah, okay. Haben wir irgendwas, was wir gleich mal testcraften können? Dazu fehlen uns, glaube ich, die Komponenten. Was braucht man denn für den Gas-Container? Wollen wir den Gas-Container machen? Da fehlen nur 15 von diesen Farbdosen, aber da haben wir auch ganz viele von. Öldosen. Wenn die jetzt nicht alle verarbeitet sind, dann haben wir genug. Ist das Öldosen? Ja, ich habe die Öldosen eingesammelt. Ich habe ja auch noch drei. Heißen die Öldosen? Ich weiß nicht, wie die heißen. Paint-Ammo. Das heißt Paint-Ammo. Das Ding. Nee, du brauchst keine Öldosen. Du brauchst Paint-Ammo. Was? Ja. Was? Die kriegst du aus diesen komischen bunten Pflanzen hier. Diese Aber da. Vor denen haben wir genug. Ja, genau. Ah. Die werfe ich jetzt auch hier rein. Ich habe eine Kiste. Klatsch die mal da rechts dran. So. Und jetzt will ich Gas-Container. Da fehlt noch Paint-Ammo. Dann mache ich zuerst Paint-Ammo. So. Wird jetzt gecraftet. Kommt das jetzt da rein? Nee, er collectet es nicht. Ach so, du hast nochmal so eine falsch platziert, Garment. Ich. Ich muss eins vor. Box gefunden. So. Mach das jetzt wahrscheinlich gleich erst. So. Ich hoffe, der Motor geht nicht gleich leer. Das wäre gut. Gas Container. Den klatschen wir aus Auto. Wo ist er denn? Wie weit bist du denn schon wieder an der Station der dran? Rechte Seite. War relativ nah, aber. Es fehlt, ja, es fehlt aber noch zwei. Ja. Wir haben noch 5 Blumentöpfe hier. Wie viel braucht man denn dafür? Man braucht aber 10, glaube ich. Ja, du brauchst 10, dann kriegst du 5 Paint-Ammo. Haben wir noch mehr von diesen Pflanzen? Aber die stehen auch überall draußen rum, da kann man einfach welche holen gerade. Ach, hier ist ein Auto gelandet. Hast du das gefunden? Pflanzen? Hier sind noch 15 Pflanzen drin. Oh ja, wirf die auch mal da rein. Ich hab noch Klebermuscheln. Oh, werf die mal links in die Kiste. Dann kannst du direkt durchcraften mit unserem automatischen Setup. Wo ist das? Hier. Links in die Kiste, okay. Links ist Input, rechts müsste Output sein. Craftet der schon? So, warte, ich crafte mal hier die Ammo. Ja. Nein! Jetzt will ich wissen, ob er es in die Kiste tut, automatisch. Warte mal, kann man da die Kiste wieder zurück in die linke führen? Theoretisch ja. Er packt es nicht rein. Haben wir es falsch gemacht? Hier ist doch extra so ein Stöpsel dran. Keine Ahnung. Ne, jetzt ist es drin. Habt ihr es reingelegt? Ja, ich hab's reingelegt. Ach so. So, ich will jetzt den Gas-Container haben. Ja, egal, wenn er das eh nicht macht, dann mach ich die Kiste einfach hier hin. Hä, wieso ist der? So. Doppel-Storage. Hä? Das funktioniert so. Warum ist der. Das Paint-Ammo ist weg. Ja, Rogue hat es im Inventar, glaube ich, oder? Nee, ich hatte die in die Kiste gelegt. Da sind aber immer noch nur 13 drin. Ja. Die Blumen sind verarbeitet. Hier ist nix. Hä? Boom. Komisch. Das ist blöd, mehr haben wir nicht. Ah, ich gehe gleich nochmal welche sammeln. Warte, hier ist ein 50er Stack von Paint-Ammo. Ach so. Sind die weggepackt oder was? Wirf die mal in die linke Kiste. Ich will wissen, ob das von da auch funktioniert. Haben wir irgendwo was, wo wir diese Garment-Dinger. Die stehen draußen. Kann man jetzt trotzdem. Ja, man kann es trotzdem craften, das zählt. Aber wir brauchen keine zwei großen Kisten hier. Das ist Verschwendung. Ja, kannst du eine aufs Auto packen. Und dann später nochmal eine zweite machen. Dann mach ich jetzt hier an dieses. Stimmt. Das war ja genau da hinten dran. Das hat genau gepasst. Ja, ich guck gerade, wie es jetzt da dran gehört hat. Das Problem ist, ich kann es jetzt da nicht mehr dran platzieren. Brauchst du da noch irgendwie einen. Ah, doch so. War das so? Ja anders. Nein, das war nicht so. Hä? Das war aber. Passt du so. Das kannst du selber versuchen. Ich glaube, das war irgendwie so, aber eins höher. Ne, ja, genau. Das heißt. Und eins nach links. Dann. Das ist ja. Unheimlich. Ah, hier fehlen aber auch zwei. Stimmt, da ist zwei Holz weg. Ah ja, Moment. Wahrscheinlich beim Abladen mal aus Versehen. Hier ist der
Gas-Container. Oh. Oh, der ist riesig. Wo packt man den hin? Ja. Hier? Oh. Ah, so war das. Guck mal. Ach, guck mal, den kannst du sogar auch anschließen mit irgendeinem Zeug. Ja, den musst du auch anschließen. Funktioniert der überhaupt? Ich glaube, du schließt jetzt nicht mehr den... Achso, du schließt den Motor, glaube ich, an den Container an. Ja, genau. Und jetzt füllst du den Container mit Gas. Ja, wie schließt man den Motor daran an? Der Motor hat doch gar keinen Input, oder? Doch, hat er. Ah, ach so. Ich habe ihn schon verbunden. Ah, die Kiste. Ach, einfach auch mit dem Dings. Einfach mit dem Connect-Tool, ja. Ach so, ich hätte jetzt... Connect-Tool einfach. Ach so, und du kannst auf den Gastank aber oben noch eine Truhe draufklatschen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt da noch eine Truhe... Nee, man kann selber aber in den Gastank einfach Zeugs reinschmeißen. Ah, okay. Ja. Aber du könntest theoretisch noch eine Truhe dran klatschen, damit du noch mehr... Ich schmeiß unser gesamtes Gäste rein. Ja. Das hält. Ich will wissen, warum der Output nicht funktioniert hat. Hm. Naja, beim nächsten Mal. So. Oh, da passt ja einiges rein. Das heißt, der zieht jetzt einfach Benzin da raus die ganze Zeit. Das vermute ich jetzt mal, ja. Ja, das wäre. Wollt ihr gleich schon aufhören, weil ich würde euch sonst gleich was zeigen, was ich cool finde. Nee, also nicht finden. Gleich direkt, aber. Ach, demnächst halt. Mal darum, warum der Output jetzt nicht funktioniert hat. Weil ich hätte gerne halt viele Kisten hier links. Oder so ein so kleines Kisten-Setup, damit man diesen ganzen Rotz, der hier rumsteht, nicht mehr hat. Wisst ihr, was ich meine? Also hier diese Amber und sowas, die nehme ich mir alles jetzt hier raus. Und ja, werfe das mal alles hier rein. Ich finde aber, das sind gerade eher noch Luxusprobleme. Wir sollten eher dafür sorgen, dass wir noch ein paar Component-Kits kriegen, damit wir irgendwas bauen können, was ja, das auch ist. Das auch, aber ich mag es immer ordentlich. Ich hab den Mais gehauen und der Mais ist verschwunden. Der ist da drinnen in der Mitte, glaube ich. Das hatte ich auch mal. Ja, das hatte ich auch schon mal. Oh. Ups. Was haben wir hier noch? Also ihr könntet gleich mal in meine Richtung kommen. Ich komme. Scheiße. Ja, bitte. Und bring den Baguette mit. Ich hab kein Baguette. Oh, bist du gestorben? Ja. Hier ist noch ein Baguette drin. Ich nehme eins mit. Ja. Stimmt, da waren noch zwei übrig. Lass mal mit dem Auto. Ja. Ja, ich bin ein bisschen weiter weg. Und dann kann ich euch auch das zeigen, was ich euch zeigen wollte. Wo wir hinschwimmen können oder ein Boot brauchen. Struffi sah beschäftigt aus, den habe ich jetzt mal einfach stehen lassen. Ja, ja, ich räume hier gerade noch ein bisschen Metall mal auf. So. Offroad! Very offroad. Oder. Ah, nee, hey, dann können wir mit dem Brot filmen. Ihr nehmt ja beide auf. Mhm. Wie können wir filmen? Wenn ich das mit Brot gleich esse, könnt ihr das filmen. Dann haben wir es doch noch im Video. Aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Nee. Weil ich nehme doch nicht auf, oder? Ja, dann hätten wir drei verschiedene. Achso, ja, auf, ja, stimmt. Ich hoffe, ich komme hier durch. Der Wald ist etwas dicht hier. Hier bin ich, stopp. Ah, da. Aber das war. Wir haben uns gleichzeitig gegenseitig getötet. Ach, hier liegt auch Zeugs rum. Ja. Hauptsache erstmal looten, statt wieder zu beleben. So. Herr Kameramann, kommen Sie. Sag mal, kann ich dich so ein bisschen mehr ins Licht bringen? Nee. Hä? Bei mir liegt sie ganz woanders. Also bei mir ist hier gerade niemand. Was? Ich stehe hier gerade bei Alko. Ich auch. Ich habe ein Videobeweis. Ja, ich auch. Also ich sehe von hier eigentlich gar nicht auf der Map. Ich fütter Alko mal trotzdem und mal gucken, wie das dann aussieht. Ja. Also hier sind Maiskolben. ich sehe es bei mir nicht. Vor allem, wie weit ich den Mund aufgerissen habe, wo die Augen aufgerissen. Egal wie das bei euch aussieht, bei mir sieht es besser aus. Ah doch. Bei mir liegt ja jetzt Aikos Leiche und das Baguette rutscht langsam in ihren Mund. Ja, bei mir auch. Ja, ich habe auch schön langsam gedrückt, damit es weg. Cool aussieht. Ja, jetzt bist du hier bei mir. Ja. Ach, zu meiner Küche. Du wolltest uns was zeigen. Ja.
erstmal, wenn wir zum Wasser gehen. Mhm. Der Container. Dieses Ding da. Auf der Insel. Oh ja, auf einer Insel. Das scheint noch eine relativ intakte Version von diesen Lagertürmen zu sein. Ja. Dann komm ich auch mal zu euch gerade. Ja, oder mal hinschwimmen. Wartet auf mich. Ja, das wird jetzt dauern, bis du ankommst. Wie weit seid ihr denn gefahren? Ein ganzes Stück. Oh, das ich bin eigentlich nur gelaufen und von einem Mais zum nächsten Mais. Finden wir das Fahrzeug gleich wieder? Das steht jetzt so mitten im Wald. Achso, ich hol das mal gerade. Ja. Oh. Hier ist ein Gegner. Ich bringe den Gegner auch mit. Du brauchst, glaube ich, noch eine Weile, bis du irgendwas mitbringst. Ich sehe dich doch sogar schon fast rumlaufen. Bin gleich schon da. Und Fertilizer. Mhm. Fertilizer wäre cool, wenn man das irgendwie herstellen könnte. T-Pose. Ja, das stimmt. Habt ihr wieder was Neues gepflanzt? Weil 4 Stunden ist schon wieder Action. Nee, aber wir haben nicht was Neues gepflanzt. Achso. Ja, hier steht man gut. Dass das eine Rad so in der Luft ist, ist auch total beruhigend. Boah, das musst du. Oh, und jetzt im Dunkeln. Schöne Lichteffekte. Ich bin am Überlegen, macht es nicht mehr Sinn, mit dem Auto am Rand lang zu fahren? Und ich weiß nicht, sieht so aus, als ob das da hinten direkt dran wäre. Ich weiß, was du meinst. Also jetzt gerade im Dunkeln, im Hellen hatte ich gedacht, dass das wirklich eine Insel ist. Wir können ja erstmal zum Feld fahren, das verteidigen gleich. Und dann wieder hierher zurück. Das Feld sehe ich nur gerade leider nicht. Findet ihr den Weg? Hierhin zurück? Ja, geradeaus einfach. Hierhin zurück? Ja, vermutlich schon. Feld ist einfach nur geradeaus. Bisschen rechts. Ah ja, da, jetzt sehe ich's. Ja. Was ist das für eine Box auf dem Auto? Benzintank. Ah. Ah, und die Balken bedeuten, wie voll der ist? Mhm. Ja, der sollte eine ganze Weile halten. Okay. gerettet. Hey, mit dem Auto sind wir ein bisschen zu früh da. Ja, dann können wir noch ernten. Nur nicht hier parken. Ja, sonst greifen wir das vielleicht an. Stimmt. Ich fahr das Auto mal noch ein paar Meter weg. Schwimmi, schwimmi. Oh, rückwärts. Ja, was das meint gut. Ihr denn, wie wir Boote bauen können? Wir machen eine Plattform mit schwimmenden Materialien. Ja, ja, aber meint ihr, man muss einen Ruder bauen oder so? Düsen. Nee, sonst würde es einen Ruder geben. Aber wie sollen wir uns fortbewegen? Düsen. Im Wasser? Die Dinger kannst du ja über Wasser. Oh, ja, okay. Kannst du bestimmt auch unter Wasser benutzen. Ja, wahrscheinlich kann man die auch unter Wasser benutzen. Können wir dann direkt neu pflanzen? Ja. Was pflanzen wir denn hier? Ich hab Kartoffeln, rote Beete. Ich hab Tomaten. Ja, dann pflanzt du mal Tomaten, ich pflanze hier wieder Kartoffeln. Ich hab auch Tomaten. Dann machen wir noch rote Beete in der Mitte und dann haben wir von jedem irgendwas. So, Kartoffeln hier, noch mehr Kartoffeln. Möhren brauchen wir wahrscheinlich nicht unbedingt. Nee, da haben wir jetzt... Bohrer, rote Beete... Ist alles voll. Cool. Ich glaube, es wächst nicht, wenn man das Saatgut einfach so auf den Boden tut, ne? Ohne Erde. Kann man das auch? Kann man das? Ach, ja, da hast du halt die Tüte da stehen. Ach so. Es kommt drauf an, wenn du Kartoffeln einfach als Tüte in die Sonne legst, dann fangen die manchmal an zu wachsen. Ja, das stimmt. Was hast du gesagt? Oder zu Wurzeln. Kartoffeln, wenn du die einfach in die Sonne stellst. Ja, dachte, meine Kartoffeln fangen immer an zu wachsen. Ich dachte im dunklen Keller, also einfach im Schrank oder so wachsen die auch. Ja, langsamer, glaube ich. Meine Kartoffeln wachsen sonst unter der Erde, die brauchen nicht so viel Sonnenlicht. Ja, ich dachte immer, die wachsen halt nur, wenn es dunkel ist. Ich glaube eher, wenn es feucht und warm ist. Das Ding ist, man muss die ja kühl und trocken irgendwie lagern, also... Der Bauer macht die immer in seinen Keller. Und man kann in die Luft werfen. Und ja. Da halten die sich ewig. Oh, das hat geklappt. Ja, ich hab gefangen. So, Angriff. Angriff. Oh, achso. Uff. Ich bleib hier.
Das sah gerade sehr interessant aus. Wäre alles ab, was hier rankommt, auf die Insel. Ja, ich gehe nach rechts. Sind das jetzt mehr? Es sind 5 Haybots, glaube ich. Nein, 8. 8? Oh ja, da steht auch. Hier sind auch nochmal 3. Okay. Das einer sprüht, die anderen machen hier. Ja, warte, ich bin noch nicht da zum Sprühen. Ich auch noch nicht. Ich komme. Ich bin ganz schlecht da drin. Muss einfach nur Maustaste spammen. Boah. Besser. Ui, den hat's erwischt. Wir Scrap Metal haben. Dann haben wir endlich Scrap Metal, um Knöpfe und sowas zu bauen, weil die brauchen ja Scrap Metal. Müssen wir nicht immer umwandeln. Ui, das war gerade Kacke. Bei ineinander? Ja. Oh, das sind alles nur diese Circuit Boards. Ja, die nehme ich nicht mehr. Component-Sachen sind selten. Ist er schon da? Jetzt ist er da. Wie fein. Ist da hinten noch? Ja, einer ist hier noch. Ey. Jemand vor mir, wie fein. Wie fein, ich kann passen.